Guten Tag, heute zeige ich Ihnen, wie Sie weitere Personen zu einer bestehenden Emergency-Eye-Sitzung hinzuladen können. Sie sehen bereits hier eine etablierte Sitzung, links ein Smartphone, rechts die Emergency-Eye-Oberfläche. Sie sehen verschiedene Funktionen aktiviert, wie zum Beispiel das Live-Video, der Chat ist aktiviert und Screenshare, das heißt auch hier wird ein Bildschirm geteilt mit der Person da draußen. Wenn Sie jetzt entscheiden, eine weitere Person hinzuzuwählen, da können Sie dieses unter Teilnehmer tun, nämlich Teilnehmer einladen. Sie werden sofort aufgefordert, doch alle Parteien mit auf den Audiokanal zu holen, also Audio auch hier zu aktivieren. Ich würde das jetzt nicht tun, da es sonst zu Rückkopplungen kommt. Sage also Nein. Nun kann ich entscheiden, wie ich Personen einlade. Ich kann dies per E-Mail tun. Das würde ich jetzt einmal tun. Würde info@korevas eingeben und auch noch eine Nummer, von der ich weiß, dass es die gleiche Person erreichen wird, um die Person möglicherweise über zwei Kanäle hinzuzuladen. Jetzt sind diese beiden Kontaktmöglichkeiten aktiviert und die Personen, die dahinter sitzen, bekommen entweder eine SMS oder eine E-Mail mit dem folgenden Text. Ich würde dieses Fenster schließen und wir sind ja weiter in dieser Sitzung und wir warten hier auch auf den Teilnehmenden. Ich würde Ihnen das zeigen hier mit dem Smartphone, wie das Ganze aussieht und Sie können das hier in der Mitte des Bildschirmes verfolgen. Hier sehen Sie, auf meinem Laptop ist die E-Mail angekommen. Bitte öffnen Sie folgenden Link, der Text, den wir gerade gesehen hatten. Und wenn die Person dort drauf klickt, dann kriegt sie auch wieder natürlich den Datenschutz-Disclaimer und kann dann eingeben, um wen es sich handelt. In diesem Falle bin ich das, Günter Hule, und ich würde dann entscheiden, beizutreten. Und in dem Moment, wo ich beitrete, habe ich die gleichen Fenster wie die Person draußen auf ihrem Smartphone. Das heißt, ich habe sowohl den geteilten Bildschirm, ich habe auch das Video und ich habe auch den Chat. Und wenn ich jetzt hier als Teilnehmender oder Teilnehmende entscheide, ich möchte doch in erster Linie mal das Video sehen, dann kann ich das hier entsprechend vergrößern und der Chat bleibt immer auf der rechten Seite. Aber hier kann ich auch wieder zurückspringen auf den Bildschirm oder auf das Dokument, was geteilt wurde. Und ich kann über den Audiokanal mit dem Dispatcher als auch den Anrufenden sprechen. Das ist die Funktion Teilnehmer einladen. Sie können bis zu 10 Teilnehmende derzeit hinzu einladen zu einer bestehenden Sitzung, eben über den SMS-Weg oder über den E-Mail-Weg. Ich kann jederzeit die Person, die ich hier eingeladen hatte, über den Link auch wieder aus der Sitzung herausnehmen, aber auch die Person dort draußen kann über den roten Knopf jederzeit auch aussteigen. Wenn die Person dort aussteigt und sagt wirklich beenden, dann wird sie nett verabschiedet und auf dem Bildschirm werden wir sofort sehen, dass die Person dann hier auch aus der Sitzung herausgeht. Da ist es passiert. Das ist die Möglichkeit, Teilnehmer hinzuzuladen und wie gesagt, die Teilnehmenden, zweiten, die dritten, vierten, fünften und so weiter Personen können ihren Bildschirm auch selbst einrichten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.